Salut Simon! Hallo Thomas! Ist so kalt wegen der Kappe? Nein, gehört zu mir. Die gehört zu dir, das ist gut. Ich glaube, man muss es ankommen, wie man sich wohlfühlt. Absolut, ja. Wir sind heute in Indien unterwegs. Schön! Du bist ja. Wie manchmal bist du zu Indien gewesen? Kann ich nicht erzählen, es war so viel. Ja, ein paar Mal. 10, 12 Mal. Und immer über längere Zeit auch. Das heisst, ein Monat. 3 bis 6 Monate. Ich 3 bis 6 Monate? Ja, ein Jahr bin ich auch schon gewesen. Okay. Und wie ist es dazu gekommen? Also was hat dich zuerst mal dorthin gebracht? Ich hatte mal einen Mitbewohner vor vielen Jahren, den Shalil Shankar Chakrabarty. Okay. Und er ist ein Sitarspieler aus Indien, der in der Schweiz, oder auf Europa kam und mittlerweile in Zürsee in der Schweiz gelebt hat. Und das war mein Mitbewohner gewesen. Und ich bin mit ihm mit. Ja. Für 6 Monate hier und ja, bin recht auf die Welt gekommen, schnell, so als Borst aus einem kleinen Dorf. Ah, ja, bin natürlich auf dem Land auf, wo bist du aufgewachsen? In Zürsee. Jawohl. Ja, also es ist eh nicht so. Wie alt bist du denn? 20, echt. Ja, ja dann ist, und dann in der Großstadt. Ja, ich habe eine rechte Tour gemacht, wir sind in Delhi. Stimmt nicht, wir sind in Bombay angekommen. Jawohl. Und sind dann von Bombay auf Kolkata mit einem Zug. Und zwar über 3 Tage. Ja, das ist recht krass. Es war eigentlich die schönste Tour gewesen. Das könnte ich heute nicht mehr. Und dann teilweise General Class, also wirklich. Und dann die normale, dort, wo alle drin sind. Mit den Tieren und. Ja. Aber da habe ich noch nicht wirklich, da habe ich mehr Angst gehabt, mich selber. Also irgendwie noch die Kamera habe ich da noch nicht dabei gehabt, gross. Eine analoge, eine kleine, aber das hat auch noch nicht so viel gegeben. Heute wäre es sehr spannend, so etwas zu machen. Aber heute bist du zu alt und machst nicht mehr da. Ja, heute habe ich Ansprüche. Ja, ist klar, das ist natürlich schon ganz eine andere Welt. Ich war zweimal in Indien, einmal in Mumbai und einmal in New Delhi. Und ja, es ist einfach, man kann es glaube ich nicht so gut, kann man es beschreiben. Wie würdest du Indien beschreiben, für jemanden, der noch nie war? Chaotisch. Chaotisch, Wahnsinn. Chaotisch, ein Haufen Leute. Sehr laut. Ja. Es schmeckt sehr speziell, sage ich mal, und immer wieder unterschiedlich. Ja, so kann man es, glaube ich, umschreiben. Und farbig, dreckig. Dreckig, ja. Unhygienisch, aber wieder hygienisch. Es gibt alle Facetten. Arm, sehr reich. Ja. Reich bis Geld spielt keine Rolle. Ja, man findet jede Facette von der Gesellschaft. Du bist 40, bist. Fotograf? Ich bin Fotograf, ja. Oder freischaffend, oder selbstständig? Freischaffender Fotograf, ja. Was hat dich denn fasziniert an Indien, dass du immer wieder gegangen bist? Weil eigentlich 6 Monate ist ja schon recht, ich sage mal, eine lange Zeit. Da sieht man schon sehr viel. Aber dass du immer wieder zurückgekommen bist, was... Ich glaube, es ist... Also das erste Mal, als ich war, wie gesagt, habe ich eine rechte Tour gemacht und habe ich oft auch ein bisschen den Hosenschiss gehabt. Und bin nie wirklich rausgekommen. Und ich habe, als ich das erste Mal allein in Delhi war und irgendeinen Bus genommen habe in Norden, völlig verloren und ist mich einer geholt, da habe ich mir gesagt, nein, jetzt gehst du nicht heim. Ich bin schon, ich habe gesagt, nein, das geht nicht, das halte ich nicht aus. Und dann ziehst du es durch und dann bin ich 6 Monate geblieben und das war die beste Zeit in meinem ganzen Leben in Indien, eigentlich die ersten 6 Monate. Und dann hat es mich immer mehr und mehr interessiert. Ich wollte Leute kennenlernen, ich habe Leute kennengelernt, ich habe Freunde, die ich sehr schätze und die mir sehr wichtig geworden sind. Das sind Leute, die ich immer wieder besuche. Und dann halt, wichtig für mich ist auch jedes Mal wieder eine neue Region zu sehen, halt wieder in eine neue Ecke zu gehen und wieder zurück, zwar an die alten Orte, die Leute zu sehen und alles wieder ein bisschen zu vertiefen, die Kontakte zu pflegen. Und das, der kulturelle. Das ist so ein riesiger kultureller Pool. Ja, das ist klar. Also eines verschiedene Regionen. Genau. Auch Nord und Süd ist sehr anders. Ja, ja. Ja, sehr. Also ja. Die verschiedenen Regionen. Ja, schau mal das Bild an. Du hast zum Teil schwarz-weiß, zum Teil farbig fotografiert. Ich weiss noch, wenn ich auf Indien gegangen bin, alle gesagt, du musst dann farbig fotografieren. Ich habe aber nicht wahnsinnig viele farbige Bilder gemacht. Obwohl, es ist sehr bunt. Ja. Aber was hat dich bewogen, schwarz-weiß zu fotografieren? Ja, es ist, also mir passiert das in der Postproduktion. Ich tue nicht generell vorab schon schwarz-weiß oder farbig entscheiden. Das ist. Jetzt gerade bei diesem Bild. Da ist es
das ist am 1. Januar 2015. Ja. Und ich bin mit einem Freund von mir, der Zering Topgill, der damals noch für Associated Press fotografiert hat, sind wir die Nacht unterwegs gewesen, am Morgen auf Gassen, Alt-Deli. Mhm. Und da hat es sehr viele Obdachlose, es hat sehr viele Leute, die auf Arbeitssuche sind, die auf der Straße schlafen. Und ich habe das Gefühl, das Schwarz-Weiß hat dem Ganzen einen viel mehr Effekt gegeben. Also es hat für mich eine tiefere Bedeutung bekommen, ein spannenderes Bild wurde. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Grund. Ja, weil die Decken werden wahrscheinlich sehr farbig und die bringen wahrscheinlich dem Bild nicht wahnsinnig viel. Nein, es lenkt ab. Ich glaube, das Zentrum. Ja. Also da in diesem Bild ist vor allem der Hund. Ja, finde ich faszinierend. Der sticht natürlich aus, weil er so hell ist. Wo er jetzt weiss wird. Und er ist sehr, also ich kann nicht näher können, der ist gekommen. Also der, mit dem Pack. Der Wachhund. Der Wachhund, ja. Und die Herren, die dort sitzen, die haben das natürlich unglaublich lustig gefunden. die haben immer gesagt, komm ein bisschen. Und nein. Und dann hat der Hund. Ja, nicht. Und sie sind auch sehr froh um den Hund natürlich, ja. Ja, wie ist es mit den Menschen grundsätzlich in Indien? Die sind sehr offen, habe ich es empfunden. Sehr herzlich, sehr offen, sehr neugierig, sehr neugierig. Ja, sie sind allem interessiert. Ja, vor allem, wenn jemand kommt, der anders aussieht, logischerweise. Also mit einer anderen Hautfarbe. Da kannst du ja machen, was du willst. Sie sehen sofort, du bist ein Angrese, ein Weiss oder ein Engländer. Jetzt so. Ja, sind, also was sie sehr gerne haben, ist Humor und wenn man auf Augenhöhe den Leuten begegnet. Aha. Selbst wenn die Leute auf der Straße leben, oder egal, wenn man auch in die Augen schaut und sie mit allem möglichen Respekt behandelt, das macht sehr viel aus. Ja. Und nicht einfach hinrennt und ein Bild macht, sondern... Ja, natürlich, da musst du sie schon ein bisschen abholen oder ein bisschen... Ja, fragen kannst du wahrscheinlich nicht so gut, oder kannst du vielleicht irgendwie andeuten? Ich mache meistens Gesten, ich gehe ein bisschen schauen, mache ein paar Witze oder versuche irgendwie so und dann lässt es zu. Redest du Indisch? Hindi nicht, sehr schlecht, fast nicht eigentlich. Nein. Das Bild, wo raucht es da irgendetwas Illegales? Chilum, Marihuana, ja. Okay. Charas, ja. Das ist sehr verbreitet in ganz Indien. Ja. Ist das verboten oder nicht? Es ist eigentlich verboten, ja. Aber wahrscheinlich interessiert es niemand. Es interessiert eigentlich niemand. Es ist sehr, das ist jetzt morgen früh auch in Alt-Deli. Die haben die ganze Nacht gefroren, es ist sehr kalt, das ist im Jänner. Jawohl. Es wird 0 Grad bis minus 2 in der Nacht. Und am Tag? Wie warm ist es am Tag? 10, 12, je nachdem, wie die Sonne scheint. Das ist ein bisschen der Nachteil, dass es einfach eine riesige Nebelfront hat über den Winter. Und du hast kaum Sonne. Durch das ist auch der Smog dementsprechend, die Luft ist dementsprechend schlecht. Und macht es eigentlich nicht sehr angenehm, während der Winterzeiten dort sind. Ja. Oh, wahrscheinlich ist es günstig, um im Winter dorthin zu fliegen. Und ja, es ist relativ günstig. Gut, jetzt in Delhi habe ich Freunde, die ich penne. Dort ist es nicht so relevant, da übernachten nicht. Hinflug ist immer so um die 800 bis 1200 Stutz mit der Swiss. Ja, und du willst ja eigentlich auch nicht unbedingt dann gehen, wenn es viele Touristen hat. Wahrscheinlich wegen der Touristen dort, sondern wegen der Menschen, die dort. Ja, auf jeden Fall, ja. Von dem her spielt es keine Rolle, wenn du gehst. Also es ist einfach idealer, wenn es auch nicht so heiß ist. Also ich denke, 0 Grad ist ja für uns nicht so ein Problem. Nein, der Horror ist einfach, dass es halt so schlecht gebaut ist und dass teilweise innen dran kälter ist als aussen. Also innen, Und das geht an die Nieren mit der Zeit, die Knochen sind, es wird alles immer kalt. Ja, okay. Wir haben nie wirklich einen warmen Punkt. Das heisst, man kann viel trinken. Dort Zähneputzen oder dort Süßholz? Das ist Süßholz in Zähneputzen, ja. Am Morgen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe die schon gesehen, aber ich bin nicht mehr sicher, ob die jetzt Zähne putzen oder ob die irgendwie so eine Art Tabak oder so tun. Ja. Das ist der Zähneputzer, ja. Also der Tabak tun sie auch, der Pan. Ah, das ist das Rote, was man rausspeuzt. Ja, das ist so eine ganz grusige Geschichte. Ja. Einmal und nie wieder. Ich habe es nicht probiert, ich habe einfach gesehen, wie alle immer da rumgespeuzt haben. Aber das sind einfach so Sachen, die siehst, das ist alltäglich so Szene, dass auf der Straße, also die meisten leben, oder viele leben ja auf der Straße. Ja, das ist schon jeden Tag ein bisschen so. Ja. Das sind noch, was es sieht, katastrophal. Sie sind gerade am Bauen gewesen, oder sind immer noch am Bauen. In Alt-Deli, die Straßen werden erneuert, jetzt wird alles aufgefrischt. Sie ziehen natürlich viele Gastarbeiter an von umliegenden Dörfern. Es ist eine riesige Landflucht. Tausende von Leuten, die keine Jobs haben.
die halbwegs legal, halbwegs illegal, was auch immer irgendwie dort unterwegs sind. Und die, ja. Spannend ist da, dass er so dunkel ist im Vordergrund, also von seiner Anlegung her, von der Hautfarbe, und hinterher ist alles schön weiß. Das ist ein sehr guter Kontrast. Und so einen hast du jetzt gefragt, oder gehst du einfach an und... Nein, da bin ich einfach an. Das ist dort jetzt ganz viele Leute, die geschlafen haben und die Nacht verbracht haben. Und wir sind zu dritten unterwegs und wir hatten jemanden, der ein bisschen schaut. Aha. Dass wenn irgendetwas wäre. Es kann halt schon sein, dass irgendeiner betrunken ist oder irgendwie ein bisschen aggressiv ist. Und dann haben wir schon jemanden mit, der sagt, hey, see me, time to go. Jetzt wird es ein bisschen aufdringlich und jetzt müssen wir gehen, weil sonst kann es zu Ärger, also kann es zu Problemen führen. Danach. Hast du denn schon Probleme gehabt in Indien? Nein, eigentlich nicht. Es ist schon eher ein friedliches Volk. Es kann man sich sagen, ob es offen ist, das ist glaube ich das Einzige. Aber es ist jetzt nicht irgendwie aggressiv oder kriminell. Natürlich gibt es einen Ort, wo du nachts nicht unbedingt hin würdest. Naja, auf jeden Fall. Also ich kenne, es gibt so die Gebiete in Delhi am Fluss Yamuna und dort hat es viele illegale oder illegale Eingereiste aus Bangladesch, aus umliegenden Ländern. Da kann man schon hin, aber dort bin ich auch schon, das ist mir nicht mehr wohl gewesen. Weil halt, du bist allein, du bist weiss, du hast eine Kamera bei dir, du bist natürlich der mit dem Dollarzeichen, du hast Geld. Genau. Und das ist da schon auch ein bisschen so, das ist sehr früh am Morgen, es hat da noch niemand. Und kann schon sein, dass sie sehr aufdringlich werden und den Anspruch haben, jetzt dir das wegzunehmen oder so. Aber nicht jetzt, ja, und dann muss man ein bisschen wissen, jetzt ist die Zeit zum Gehen. Ja. Was hast du für eine Kamera, die auffällig ist? Ja, ich habe viel D4 gebraucht von der Nikon. Das ist die mit dem Batteriegriff? Ja, das ist rechts Möbel. Das ist natürlich auch gerade ein bisschen schwierig, zum diskret fotografieren. Das ist so. Sie hat mir einfach gedient, weil sie hat vieles, sie macht einfach alles. Also sie hat für mich ja, natürlich. Sport, das ist super, ja. Das ist sicher eine gute Kamera, sicher universell, einfach zum Reisen vielleicht ein bisschen gross. Aber klein ist das rechts Möbel, ja. Gut, du kannst noch einen totschlagen. Das stimmt, du kannst du noch lernen mit der Kamera. Blöd. Aber du hast immer digital fotografiert, oder hast du, also jetzt in den letzten, sagen wir... Die letzten 10 Jahre immer digital vorher, das Paar, ja. Ich hatte zum Teil Bilder gesehen, das Gefühl, es könnte noch analog sein, aber es ist einfach wahrscheinlich, weil es zu dunkel war, jetzt halt es hat geruscht, also es hat bei der Miss Tibet, das ist halt sehr feister. Und ich habe lange mit einer D300 fotografiert von der Nikon, das ist schon ein älteres Modell, aber ich liebe wahnsinnig gute Kamera gesehen, oder immer noch, für das, was sie geboten hat und für die Zeit. Ja. Sehr ein intensives Portrait. Ein bisschen pusht, he? Ein bisschen schwarz-weiß pusht. Wie meinst du pusht? Es ist ein bisschen zu fest, scharf zeichnen. Aha, aber es ist. Es passt schon, was mir auch auffällt, du schneidest deine Bilder nicht. Nein. Sind immer. Kommen sie so aus der Kamera? Zu 90%. Das ist ein Anspruch. Ja. Ich tue sie gerade stellen, versuche nicht, dann zu zoomen nachher. Oder? Nein, natürlich nicht, aber ich würde mir jetzt hier überlegen, ob ich vielleicht rechts ein bisschen etwas wegnehmen würde, weil dort ist es so ein bisschen... Der, der dort läuft und durch das, dass links hinten einer steht, dann wäre er ein bisschen auf der rechten Seite, aber es ist... Ich kümmere mich überhaupt nicht um irgendwelche Formate, ich schneide einfach das. Nein, das ist etwas, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das muss so sein. Ja, logisch, du nimmst das Bild auf und tust es in der Kamera gestalten und das ist... um das geht es ja eigentlich auch, dass du das Bild so schon machst, wie du am Schluss willst und nicht irgendwie nachher noch einen Haufen tust. Genau, ja, den Anspruch kann ich wegmachen. Wobei heute mit diesen Pixelmaschinen kann man natürlich noch viel machen. Ja, aber du kaufst nicht eine Kamera mit vielen Pixeln, damit du nachher viel wegschneiden kannst. Das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Idee überhaupt nicht. Sind sie da am Waschen oder am Duschen? Das ist etwas, was ich in Indien öfter gesehen habe. Das ist eigentlich eine schöne Zeit. Gut, es ist jetzt auch wieder Winter und es ist kalt. Aber es passiert so viel auf der Straße. Ja, natürlich. Es passiert das ganze Leben auf der Straße. Ganz Leben auf der Straße. Und die Leute, die wohnen, die haben dort irgendein Lädchen, arbeiten irgendwo. Und es hat halt im Haus kein fließendes Wasser. Es hat kein WC da noch. Und dann kommen die am Morgen zu ihren Löchern raus und dann wird einfach geduscht und das ist ein gemeinsames Bad und das passiert so viel in dieser Situation. Sie sind alle noch so ruhig und bin nachher die Stadt mit 20 Millionen erwacht und plötzlich die Massen von Leuten kommen und das sind so die Vorbereitungen, die Männer haben, die dort was auch immer machen. Ja, Porter, die dann Sachen schleppen, tragen, verkaufen, flicken. Jeder hat seinen Job dort und jeder macht irgendetwas. Was ich schon festgestellt habe, dass jeder irgendeinem Job nachgeht. Also die einen recyceln, die anderen verkaufen,
haben irgendeinen Bauchladen mit etwas. Mhm. Es ist sehr geschäftig, es ist sehr, ja, es passiert sehr viel. Und das macht es auch noch sehr interessant, dass du einfach so viele Sachen siehst auf der Strasse. Ich glaube, man sieht nie so viele Sachen wie in Indien. Also nein. Du die Strasse durchlaufen, es ist... Es geht immer was. Also ich kenne ganz grossen Teil von Südostasien und andere Länder. Und irgendwie, das ist das, wo wir immer wieder nach Indien ziehen. Das ist irgendwie, es wird einem nie langweilig. Ja. Gerade als Fotograf, du hast immer etwas vor der Linse, wenn du so willst. Du triffst immer von irgendwas. Also, und es ist auch fordernd teilweise. Also. Ja, natürlich. Es ist nicht einfach. Du siehst auch Sachen, die du wahrscheinlich nicht unbedingt dich gewöhnt bist zu sehen. Ja, das kommt etwa vor, ja. Aber ich glaube, mit dem musst du einfach umgehen und wenn du ein Bild machst, dann ist eine andere Geschichte. Aber man läuft schon Sachen an, wo man denkt, ja, das ist jetzt schon recht extrem. Was man sieht einfach alles, ja. Das ist wirklich alles, was man... Ja, der ganze, ja, die Nähe zum Tod in Indien ist viel intensiver als bei uns. Die ja. Auseinandersetzung zum Beispiel. Auch halt das einzelne Leben hat viel weniger Wert auf die Masse. Also es ist, das Ganze hat eine völlig andere Dimension und Dynamik. Und das ist natürlich, macht es auf der einen Seite vielleicht ein bisschen lockerer oder leichter, mit vielen Sachen umzugehen, vor allem für die Inder selber. Also der Tod ist oft um eine Ecke. Mhm. Ja, anders weit ist es natürlich auch schmerzlich, weil meistens leiden halt nicht die gut Betuchten, sondern die Armen, oder? Und das ist dort halt auch wieder ein anderes Thema. Dann ist es plötzlich farbig. Wobei, viele Farben hat es gar nicht, stelle ich fest. Es hat Hautfarbe, also dunkle Hautfarbe und Orange. Fast gleich. Braun, ja, fast gleich. Ja, ja. Also einfach fast so ein orange-braune Töne. Was ist das? Oder was ist da gewesen? Das ist eines der grössten Erlebnisse, die ich je hatte. Das ist das Maha Kumbh Mela 2013. Das ist das grösste Hindu-Fest weltweit. Aha. Und das hat über 10 Millionen Leute gehabt, innerhalb von 3 Monaten. Wo dort hingepilgert sind. Das passiert in Nordindien, jetzt hier in Allahabad, wo die zwei Flüsse zusammen, respektive drei Flüsse zusammenkommen, der Ganges, der Yamuna und der Saraswati. Die treffen sich an einem Punkt und der Punkt heisst Sangam. Mhm. Und das Fest kommt nur alle 12 Jahre. Ui. Auf diese Grösse. Mhm. Und die bauen dort eine immense Stadt. Also es kann noch nie so etwas geben. Die bauen die Kilometer wie Stromkabel verlegt, die haben Strassen auf dem Sand, das ist so ein Plateau, ein Delta eigentlich in dem Flusstal. Und die Stahlplatten über Kilometer verlegt zum Drauffahren. Also es hört nicht auf. Zelt bis am Horizont, teilweise gigantisch. Eine gigantische Logistik, ein riesiges Sicherheitsaufgebot. Und eines der Highlights halt, also unter anderem, dass einfach halb Indien dort hinpilgert, ist, dass die sogenannten Vollmond- oder Leermond-Badetage, wenn alle in Ganges oder in Sangam sich waschen und reinwaschen. Und an diesen Tagen kommen die sogenannten Nagas, wie man sie jetzt hier sieht, die heiligen Männer, die Babas, die sich im Weltlichen entledigt haben und eigentlich nur noch für Shiva leben oder den Zugang haben. Sie trennen sich von ihrer Familie, sie zelebrieren ihren eigenen Tod zweimal und sagen immer «No Mother, No Father». Und so geht es weiter. Und halt um nöch bei ihren Göttern zu sein, beim Gott zu sein, der ist natürlich auch wieder da. Das Chilum, der Charas, Marihuana in Mengen, für, also es habe noch nie erlebt, wie viel da weggepollet wird. Ja. Okay, und wie ist denn dort die Stimmung? Ist denn da wieder tanzen und gesungen und... Ja, es gibt so ein bisschen Festchen. Also jetzt sind so die Tage, wo sie auch wirklich an dem Vollmondtag, ich weiß nicht, schon am 10. Februar waren, und da sind 400-500 von denen her. Also die sind alle völlig rot, ja, mit Asche eingerieben. Und wie Wahnsinnige warten die, dass die jetzt am Morgen früh in den Ganges, an den Ort gehen baden. Als erstes den heiligen Ort betreten und sich reinwaschen. Und du kannst sie dann so wirklich haben, sie können ein bisschen wie soll man sagen, so ein bisschen aufreizen, oder immer noch ein bisschen, nicht immer können sagen, Har Har Mahadev. Und ich weiß nicht mehr genau, was es heisst, irgendwie Gott ist gross. Mhm. Jetzt da nicht verschreien. Und dann müssen sie das zurückrufen. Und dann stehen die dort in ihren Viertelblott, also wirklich mit diesen Blümchen teilweise, und dann schreien sie, Har Har Mahadev! Und dann kommen die Herren da, Har Har Mahadev! Und uns hat es fast verbohlen. Und als Fotograf ist dann falls ein riesen Highlight, ja, da ist es ab. Es war zwar sau schwierig, weil es hat
Es hat so viel. Ja. Es ist sehr chaotisch. Es ist immer in Bewegung. Es ist relativ schwierig, ein gutes Bild zu machen, wenn du wo die Ruhe noch ein bisschen drin hast. Also, wo du halt auch den Frame kannst setzen kannst, wo die Decke schön kannst positionieren, wo sich alles immer bewegt. Und da ist ein riesiges, also du hast ein recht grosses Sicherheitsaufgebot. Du darfst in der Regel nicht so neu hingehen wie hier. Also, sie könnten schon auch, das sind eigentlich Beschützer von der Religion, sie haben schon auch, wenn es dir sicher ein bisschen, ja, wenn du ein bisschen zu nahe gekommen bist, mit der Kamera haben sie dir zugeschlagen. Okay. Und sie haben so Waffen, also die haben wirklich. Ich hatte, also ja, sie haben, also haben 200er Tele verschlagen, also das war schon ein bisschen sorgfältig. Ja, und ein bisschen, wenn du gewisse Regeln nicht eingehalten hast, ja. Unter anderem. Ja, das ist fantastisch, also, das ist unglaublich. Und das sind andere Pilger, die halt normal dort sind? Das sind eigentlich sozusagen jetzt die in meinem Rücken, in dem Sinn. Also er raucht das Chillum und sie sind noch eine Abschranke hinter mir. Also da ist immer so eine Trennung, also ein Zaun. So wie es aussieht, geht das noch ganz weit hinterher? Ja, das ist endlos. Leute? Leute noch weit hinter, das sind alles Zelte hinten. Das ist jetzt keine Stadt. Das ist völlig bescheuert. Und das ist alles nur provisorisch, die Strom. Und dann, wie findest du denn jetzt recht? Gar nicht. Also ich habe das ja völlig unterschätzt. Ich bin dort hergekommen und dachte, und ich habe per Zufall jemanden gefunden, der Zelt vermietet hat. Ich dachte, ja, laufst du da hin, gell? Easy, das wird schon nicht so gross. Ich bin mal losgelaufen. Hey, eine halbe Stunde, denkt, wo Sektor 12 oder 4, keine Ahnung mehr. Und dann laufe. Und dann kommt einer mit einem Töffel hinter. Und ich anhalte und frage, hey. Und ich sagte, ja, da musst du noch weit. Da musst du noch weit. Ja, was? Ja, sicher noch 3/4 Stunde. Eine halbe Stunde. Und er hat mich dann mitgenommen vom Töffel. Das war ein Ingenieur, der dort das Ganze organisiert hat und die Wasserleitungen gemacht hat. Und es war wirklich am Ende. Aber es war super, weil es hat sehr bequeme Bett gehabt. Also so Strohbett, man hat am Boden geschlafen, so ein Zelt. Und ein wunderbares WC, ja. Das ist mir schon noch wichtig. Das ist natürlich entscheidend, ja. Das ist nicht so einfach mit WC. Das ist so. Und das ist einfach provisorisch. Hat dort vier so westliche WCs am Boden gesetzt, ja. Das sind die von vorher. Ja, genau. Da sieht man, dass sie nackt sind. Also der in der Mitte, der... Das ist ein Yoga, das sind natürlich auch, die machen sehr viel Yoga. Ja, aber der hat ja jetzt... Der hat seine Füße über den Kopf. Ja, und dann haben sie nicht aufgeklüpft. Eben, sie haben ihn aufgeklüpft. Ja, ja. Wie kommt die... Ja, ja. Okay. Ja, das ist so eine... Ich weiss nicht, ob das ein gutes Bild ist oder nicht. Ich finde, es zeigt, das widerspiegelt einfach, wie verrückt die Typen sind. Wenn man noch nie da ist, kann man sich gar nicht vorstellen, was dort abgeht. Also, nee, es sieht relativ schräg aus. Es ist sau schräg, ja. Aber ja, wahrscheinlich ist es... Und die warten jetzt einfach, bis es aufgeht? Die warten, bis sie ins Wasser baden, ja. Das ist das Vorderste, ist ihr Haupt, der Guru, also der Chef sozusagen. Und der rennt dort rein und die alle hinten nach, ja. Und die haben dann orange Perücken an. Ja, so Blumenkränze. Jawohl. Ja, das ist, also das finde ich noch schön jetzt. Die Problematik, die hier gesehen ist, jetzt gerade am Morgen, weil es hat viel Licht, also wo aufgestellt ist Strom und Lichtmasten. Und das ist so ein oranges Licht. Und also, das ist nicht eine, es sieht furchtbar aus. Die Farbe hast du nicht geholt, auch die Nacht nicht. Es ist einfach alles orange. Dann muss man warten, bis das Licht weg ist. Wenn das Licht weg ist, oder dann halt die dann nachher ein bisschen, entweder schwarz-weiß machen. Ja. Oder, okay, ist wie beim Konzert, wenn das Licht nicht ja, genau, richtig ist, ist es schwierig. Sehr. Da sieht es wieder ein bisschen entspannter aus. Ja, das sind die schönen Momente an dem. Das ist dann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, am Morgen oder am Abend, das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Wie die Pilger langsam wieder gegangen sind. Und da sieht man einfach auch, also das ist jetzt ein Teil davon, weiterhin, da sieht man noch so die Zeltstadt, die ganz grossen Sachen. Ja, ich finde, das ist so typisch ein ruhiger Moment schnell und das Licht, was fantastisch ist. Ja. Ja, aber dann bist du die ganze Zeit an dem gleichen Ort gewesen? Ich war fast 6 Wochen dort gewesen, ja. Und hast du jeden Tag das gleiche? Nein. Viel habe ich bis dort kaputt am Abend. Das ist aber es passiert jeden Tag ähnlich? Nein. Also was am meisten passiert, Tag ein, Tag aus, ist eigentlich, dass die Pilger kommen, gehen baden und wieder heimgehen. Okay. Das ist dann ihr Ziel, dort hingehen baden? Genau, das ist die Hauptaufgabe. Also das ist das, was ja, für den Hindu ist das wichtig. Das ist wie für den Muslim auf Mekka reisen. Ja. Ist das jetzt einmal, geht man dort hin und dann ins Wasser, das Fest. Ja. Okay.
Wenn wir jetzt auf Indien gehen wollen, was würdest du jemandem, vielleicht nicht so hardcore-mässig Zeug, nein, so ein bisschen allgemein, was muss man gesehen haben oder was ist ja, sehenswert? Also ich denke, so, eben so Sehenswürdigkeit wie Taj Mahal ist Ich bin sicher, ich war, aber es ist eindrücklich, aber es ist einfach Massentourismus. Es ist gigantisch, Es ist irgendwie nicht das, was man sehen als Fotograf. Das hat man schon überall. Nein, natürlich, ja. Aber so das Leben in Indien, wo findet das irgendwie... Ich glaube, ein Teil, also... Jetzt, was sehr wichtig ist für mich, ist auch das Essen. Das ist so. Das, zum Beispiel, also ich kenne Delhi relativ gut und es gibt viele so kleine sogenannte Dabas oder Restaurants, wo man unglaublich gut kann essen kann. Und wenn man sich von dort ein bisschen kann man relativ viel auch unternehmen und entdecken. Und was ich natürlich schön finde auch in Indien, gerade an Delhi, sind die Hinterhöfe, die wo irgendwie in ein Quartier reinläufst und dann wird einfach gekocht. Für Russen wird gekocht. Und überall hockt Indien, du siehst keinen einzigen Tourist. Nein, du siehst keinen Tourist. Und dort ist es eigentlich am besten, wenn du weißt. Absolut. Dort ist es eigentlich am authentischsten. Ja, genau. Je mehr Touristen, umso weniger ist es wie bei uns, wenn du zu 10 irgendwo in einen Touristen beizukommst. Ja. Dann hast du nichts mit Schweizer Küche zu tun, oder wenig. Und dann haben sie auch eine Pose, sie fragen nach Geld, sie, ja. Lassen, sie sind sehr offen und lassen die einfach machen. Manche sagen, ui, loco, loco, so. Ja, lach auch den, ist so eine komische Weise, lach auch den machen, ist ja gleich. Ja, und dann schaust du alle Topf rein, was sie kochen, und dann entscheidest du, weil du weißt meistens sehen, was es ist. Das ist bei mir so gegangen, aber ja, du siehst, so, wenn es irgendein Gemüse und so ist, und ein bisschen Curry, das ist echt gut, das ist echt super. Ja, also das, ich finde, die solche Sachen zu entdecken und zu sehen, die Gässli jetzt gehen, den Mut zu haben, da mal irgendwo reinzulaufen, wo es halt vielleicht nicht so sauber ist, wo es dreckig ist. Gut, das ist meistens. Das ist überall ein bisschen dreckig, das gehört dazu. Das musst du dir gewöhnen, es ist laut und dreckig. Aber eben, die Leute sind freundlich, wenn du lächelst, lächelst du zurück. Dann wissen sie, du bist irgendwie in guter Absicht da. Du bist sicher einmal in einem Slum gewesen. Ja, das kann man sicher auch machen. In Bombay, im Dharavi. Ja, wo bin ich auch gewesen. Da bin ich echt quer durchgelaufen, ganz alleine. Ja. Und ich bin der Meinung, ich habe dort mehr lachende Gesichter gesehen als Zürich auf der Bahnhofstrasse. Ja, definitiv. Ja. Also es ist irgendwie zwar ganz eine andere Welt, aber dort fühlt man sich irgendwie, also wenn man irgendwie mal verstanden hat, dass es nicht gefährlich ist und dass die Leute eigentlich alles nur, sie schauen dich einfach ein bisschen komisch an, weil du halt ein Weisser bist und sobald du irgendwie die anschaust und lächelst und vielleicht ein bisschen winkst, dann sind alle Freude. Oh, definitiv. Ja. Vor allem, also was ich gemerkt habe, wenn man sich auch für sie interessiert. Genau. Wenn man sich für das interessiert, was sie möchten gerade. Genau. Also wenn man die Sprache nicht spricht, halt irgendwie ein bisschen schauen und mit genau. Der Sprache. Genau. Das habe ich auch festgestellt. Und jeder macht irgendetwas. Hat er irgendwie seinen Job. Und ja. Das ist schon. Und in das Lams noch fast mehr, weil dort sind sie irgendwie... Das ist halt existenziell Tag ein, Tag aus. Ja. Ist es natürlich so. Gerade der Ravi, wo... Das ist ja das Recyclingcenter für Bombay. Es ist ja gigantisch gross. 800'000 Leute auf engstem Raum. Wahnsinn, ja. Das ist sehr spannend. Unbedingt machen, wenn du mal in Indien bist. Es gibt auch geführte Touren, ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Gleiche. Ja, aber sie empfehlen es ein bisschen. Ja. Also es hat ein bisschen einen Boom bekommen, auch einfach dort hinzugehen und durchzulaufen und so. Ja, so ein bisschen ich war ja schon vor 5 Jahren. Ich habe schon, dass sich ein bisschen verändert hat. Dann gehen wir wieder ganz an einen anderen Ort hin. Miss Tibet. Miss Tibet 2016, ja. Das gibt es alle Jahre. Spannend. Das ist natürlich politisch sehr wichtig auch für Tibeter, für die Kultur und für ihre, für das Bewusstsein. Und das hat zwischen 2 und 6 Teilnehmer. Okay. Aber es ist recht gross aufgezogen. Ich weiss jetzt, ein Freund von mir, der hat die erste Miss Tibet covered für Associated Press. Jawohl. Und da ist alles gekommen. Die ganze Welt ist gekommen. Die Medien von überall sind gekommen. Ist natürlich auch etwas anderes als ein Miss... Die USA oder so. Ja. Nein, das hat man schon 100'000 Mal gesehen, aber so etwas ist natürlich... Ja, vor allem, ja, also sie, ja. Das ist ja nicht anders, also Tibet gibt es in dem Sinne nicht mehr. Das ist politisch natürlich sehr wichtig, sie dort zu machen. Heute hat es ein paar Journalisten, es ist, ja, es hat sehr viel... Sie haben sich ein bisschen verloren, ja, natürlich. Das ist halt auch nicht mehr interessant, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und da ist ein... Also da haben wir eigentlich die Former Miss Tibet mit dem Handy hinter der Bühne und sie sind alle nervös, sie bereiten sich vor, sie müssen da auf den Steg führen, hinter und vorne laufen. Und da gibt es Gewinnerinnen. Und ich glaube, 2016 hat es 5 Frauen gegeben. Ich glaube, es hat 5
fünf Teilnehmerinnen gehabt, ja. Also die Chance ist gross, wenn du dort teilnimmst, das auch. Absolut. Also gut, ich hätte, ja. Und das ist wieder ganz etwas anderes. Da ist irgendeiner, der eine Gesichtsmaske anhat, also Mundschutz. Das ist ein Mönch in Nordindien, also in Kaschmir, Himalaya. Das hat, also hat natürlich miteinander, das ist natürlich auch im tibetischen Buddhismus angehörig, Bedi. Und die machen das Mandala. Oh. Die tun das Sandmandala erstellen, ja. Und das wird nachher? Das wird nachher, wenn es fertig ist, nehmen sie das mit und weiter unten hat es irgendwie Fluss gehabt und dann wird das dort nachher reingerührt für eine gute Wille, für eine gute Zukunft. Das wird nicht irgendwie produziert zum Verkaufen oder so? Nein, das ist für jetzt muss aber ist das Sand oder ist das... Das ist ganz feiner Sand, ja. Alle verschiedene Farben, ganz feine Sand. Und das sind ganz alte Muster. Also die haben da irgendwo das Holz mit der Anordnung, wie das muss aussehen. Und da sind. Jetzt sind sie täglich dran. Einer ist fünf, einer ist einer, einer ist sechs, einer ist zwei. Und dann kommen wir zum Gönz. Und dann gehen jetzt das lustig. Und interessant. Da sind sie. Da sind wir auf. Sieht hoch oben aus. Ja, da sind wir auf 5300 Meter. Ja. Und zwar ist das der... wie heißt der Pass? Kardungla. Also klar, ist ein Pass. Und das ist auf dem Weg, wenn man vom Tiefland kommt, überquert man eigentlich den Pass für auf Leh, für auf Kaschmir. Ja. Und ist sind zu Fuss drüber? Nein, es hat eine Strasse. Okay. Es ist, man kann das zu Fuß machen, es ist doch sehr zeitintensiv, man muss gewisse Fitness mitbringen. Aber man kann es machen, es ist nicht unmöglich. Aber man muss natürlich essen und alles mitnehmen. Ja, natürlich. Und er ist ein Bauer oder einer, der mit Ross das anbietet, um darüber hineinzureiten? Er ist ein Porter, er bringt mit. Also es hat auf dem Pass auch jetzt ein Restaurant und so ein bisschen Touristensachen auch, aber nicht so gross. Und die transportieren halt viel noch mit Ross, unter anderem. Ja, klar. Mit gewissen Regionen, gewissen Dörfern, wo es ein bisschen schwierig ist. Ja, und wir sind glücklicherweise gerade im richtigen Moment dort oben angekommen. Es hat einen wunderschön bewölkten Himmel gehabt. Und er ist gerade mir entgegengelaufen. Also ich bin gerannt, ich muss so sagen. Ich habe ihn gesehen, bin losgerannt. Ich habe nicht gewusst, wie er reagiert. Und ich konnte kaum noch schnaufen. Das ist mir dann schon recht an die Nieren. Auf 5000 Meter? Ja, das ist, du rennst nicht so lang. Also ich zumindest nicht. Es gibt sicher andere, die das besser im Griff hätten. Ja. Und das ist ein Unglaublich. Das ist auch etwas, was man sicher sehen muss, den ganzen Himalaya dort. Ja, genau. Es gibt dort noch viel, was man sehen muss. Das finde ich ein spannendes Bild mit diesen Schafen, die sie irgendwo über einen Pass reingehen, so wie es aussieht. Das ist nachher ein anderer Weg, wieder im Heigo. Über Satschpass, das ist auch der ist zwei Monate oder drei Monate offen im Jahr. Und ja, der ist sehr abenteuerlich. Also der kann gut gehen oder kann auch nicht so gut gehen. Ja. Aber es ist unglaublich spannend und die Strasse ist sensationell. Und der treibt seine Schafe drüber hin? Der geht mit diesen Schafen auf die andere Seite. Also wir haben eigentlich kommst du vom Hochland, also Kaschmir, und dann kommst du runter auf Himachal Pradesh und dort hat es viele Schafhirten, Schäfer. Dort lebt das Volk von den Gadis unter anderem in Himachal und das sind eigentlich alles Schäfer oder Schafhirte oder Geissen für Fleisch. Und aber ihr sind dann mit dem Auto hierher gekommen? Wir sind mit dem Auto gefahren, ja. Ich habe aber auch hier über die gleiche Straße? Über die Straße, ja. Da musst du noch die Schafe überholen, oder hast du gekommen? Ja, ich habe fast Krämpfe überkommen. Du musst ist ja nicht sehr breit. Nein, und es geht weit, das ist dann noch breit. Weiter oben macht es die Kurve, also wo die... Und ich habe das Gefühl, jetzt, die Schafe sind links bei uns im Auto. Ich habe immer gesagt, nein, jetzt geht nicht so, jetzt geht der Schaf ab. nein, mit Tinder da sind. Nein, es geht sicher nicht ab. Und man sieht es leider da nicht, aber es geht da links. Also wirklich das Loch ab und nicht wenig. Also, krass. Mistritt, ja. Das sieht touristisch aus da. Das ist eigentlich nachher auf dem. Zuoberst auf dem Pass, auf dem Satschpass. Und das hat wieder einen kleinen Tempel. Und jeder, der denkt, durchfahrt, der Bus, das Auto hält da. Es gibt keinen Bus, der durchfahrt, aber der Jeep hält da und schnell raus. Und dann sich den Segen holen, irgendwie schnell das Mantra ablehren. Also, teilweise schreien sie dort aber richtig. Es ist wirklich sehr intensiv. Es ist sehr ein heiliger Ort.
Aber das ist jetzt auch teilweise indische Touristen und ist einfach... Ja, man sieht schon, dass sie Touristen, also ja, einfach so wie sie angekleidet ist, also sehr schön und sehr sauber und sehr... Absolut, ja. Und es war sau kalt und es ist einfach bauchfrei unterwegs. Ja, sie sind noch ein bisschen abgehärtet. Sehr wahrscheinlich, ja. Wie hat denn Fotografie dein Leben verändert? Oder wie hat Indien dein Leben verändert? Das heißt vielleicht Indien. Ja, ich glaube, Indien hat mich sehr verändert. Es ist schwierig zu sagen. Es ist noch spannend. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich auf Indien gehe und 3 bis 6 Monate dort bin, dann entspannt sich mein Leben. Also ich nehme alles viel lockerer. Und ich habe das Gefühl, wenn ich daheim komme, dann mache ich das da auch. Dann kann ich alles ein bisschen angenehmer nehmen. Wie lange hält das noch ran? Ja, eine Woche, 2. Das ist natürlich hart. Ja, aber du gehst gerade wieder da rein. Du bist gerade wieder in dem... Ja, alles ein bisschen lockerer nehmen, ja. Legerer umgehen, ich glaube. Aber mich hat es nach außen geöffnet. Also ich habe das Gefühl, es hat mir sehr viel einen grösseren Horizont, auf jeden Fall. Ja. Bewusster teilweise auch zu sehen, was wir haben hier. Wobei das auch schwierig ist. Klar ist es schwierig, aber wir haben einfach schon zu viel da. Das ist einfach so. Du kannst jetzt schauen und machen, was du willst. Das ist einfach... Oh, definitiv, ja. Lebst du denn jetzt so bescheidener oder bewusster? Ich glaube, es ist sehr bescheiden, ja. Ich habe fast nichts mehr gehabt, seit den letzten Jahren eigentlich alles, was irgendwie mal hatte, abgestoßen oder weggegeben. Oder die halt jetzt Teil habe ich noch eingelagert, aber es kommt Zeit, dass das Zeug verschwindet. Das ist ein Ballast, den ich nicht brauche, ja, wo mir Freiraum nimmt, Flexibilität nimmt. Ja. Guck mal, also, ich bin auch sehr minimalistisch unterwegs. Und ich bin der Meinung, es fehlt mir auch nichts. Also ich bin froh, ich habe zwar jetzt eine 3-Zimmer-Wohnung, wo fast nichts drin ist. Aber ich fühle mich sehr wohl und merke, dass es einfach auch ohne geht. Definitiv, ja. Ja. Aber meine Kameras hast du immer noch? Kameras ist noch etwas, was ich habe. Ich habe jetzt gerade eine neue, also jetzt seit einem Jahr die D850. Und ja. Die ist super für das. Ist ein kleiner als die D4, logisch. Ja, definitiv, ja. Die ist super, also es macht sehr Spass. D4, also noch 4S habe ich, die brauche ich da für so Sportsachen oder so Events, die ich mache und so. Das lenkt die Führung, also. Und wie hat die Fotografie dein Leben geprägt? Das letzte Jahr habe ich fast nichts gemacht. Da habe ich einen kleinen Downer gehabt und habe die Kamera in die Ecke geschmissen. Aber ich glaube, es hat mir... schwierig. Neugier. Ich glaube, es ist Neugier. Es ist, Also bist du sicher neugierig schon gewesen, oder? Oder bist du neugierig geworden? Nein, ich glaube, ich bin schon neugierig, also aufs Detail rauszugehen, Sachen zu sehen, das Licht anzuschauen. Ich glaube, das hat für mich Fotografie so ein bisschen, wenn man durch eine Straße läuft, sieht man halt immer etwas. Also mit ja, einfach andere Sachen als die anderen Leute. Das ja, ist das so. Habe ich schon den Eindruck. An und für sich. Ja, das ist schon so ein bisschen, glaube ich. Der Punkt. Sonst wüsste ich nicht, wie mich das fällt. Das kann ich jetzt so schwer. Das ist noch schwierig zu sagen. Vielleicht hast du nicht den Prozess. Wann gehst du das nächste Mal finden? Ende Februar. Anfang März mit dir. Okay, mit die also wenn du ausgestrahlt bist, bist du dann schon dort. Ja. Cool. Sehr gut. Ja, freue mich jetzt. Ich bin 2 Mal gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist genug. Aber wenn ich wieder so mit jemandem rede, muss ich sagen, es ist schon noch ist einfach eine Faszination. Es ist wirklich ein Ort, irre, ja. Wo man muss gesehen haben, ja, auf jeden Fall. Also ich schicke alle, aber ich kenne auch viele, die 3 Tage dort waren, sind schnell wieder auf Thailand oder auf Laos. Es ist halt schon anders, ja. Es ist tougher, aber man muss es mal erlebt haben. Unbedingt, ja. Also es ist eine spannende Ecke. Sehr gut, vielen Dank. Ich danke dir. Und gute Reise. Dankeschön, dir auch, das nächste Mal. Merci. Cool. Tschüss zusammen. Salut miteinander.